Glaubst du nicht, dass jemand von uns Ende sagen würde? Nein, deswegen habe ich es auch selbst beendet. Liftballett. Ach, das ist das Level, wo man nach links laufen muss am Anfang. Das da oben war eh nur gelbe Münzen. Und mal kurz zu demonstrieren. So. Was hat gerade so das Geräusch gemacht? Die Pinguine? Irgendwas ist das ja eigentlich auch schon so ein Scrolling-Level, oder? Und ich glaube nicht gerade Nettes. Ja, ich glaube, es sind wirklich die Pinguine, die diese Geräusche machen. Zack. Bleh. Nein, töte mich nicht! Schade, dass Sappy-Modes keine Gifts sein können. Hätte auch was. Ach, das sind die kleinen Vögel, die wie Mäuse klingen. Fassen wir zusammen. Mäuse auf Eis rutschen und kleine Vögel klingen in diesem Spiel alle genau gleich. Okay. Und rein. Schau, ob ganz hinten irgendwie noch was ist. Ja, eine Blume. Und ein paar Sternchen und wieder zurück. Gut. Gut abgesahnt. In anderen Spielen können auch sterbende Affen genauso wie sterbende winzige Krokodile klingen. Ach was. Was hast du bisher verpasst? Eigentlich nur zwei Level. Zwei halbwegs gemeine Level. Wobei eins mehr als das andere, aber... Ansonsten läuft es bisher. So, und dann hier weiter. Okay. So, nein, nein, nein! Baby Mario, du bist doch sicher so nett und kommst hier rüber zu mir, oder? So ganz langsam, ne? Du lässt dir Zeit. Ist okay. Du bist ein Baby, du hast alle Zeit der Welt. Ich merk's schon. Ich habe das Gefühl, ich verpasse da links gerade noch was. Dementsprechend fliege ich jetzt einfach mal nochmal nach links. Mit dem hier. Da oben. Hätte ich rüberspringen müssen. Achso, ich darf nicht zurück. I see. Dann halt alles nochmal von vorne. So, hier war eh noch nichts. Warte, ich nehme mal mit. Komm mal her, Pinguin. Nein! Spuck ihn noch nach oben. So. Ganz langsam. Dann halt wieder zurück. Ist okay, Spiel.
Let's try this again. Weißt du, ich denke mir so, okay, ich bin auf der Plattform und wenn die dann runterfällt, gehe ich auf automatisch auf die nächste Plattform. Aber spiel so, nein, du bleibst einfach auf deiner Plattform und stürzt in den Abgrund. Und ich nur noch so, warum? All them scrolling levels. Ich sorge wieder freiwillig für gekonnte Action. Tja, so kann man es auch nennen. Hier war jetzt einfach noch gar nichts, ne? Das sind auch nur normale Münzen da. Ist da irgendwas drin? Nö. Ist da oben irgendwas? Das sind auch nur normale Münzen. Ne, da oben ist dann nur die Blumengleicher drin. Sogar das allererste, was man hier geholt. Die Blume. So. Dann machen wir mal eben rüber. Gekonnt ist eben gekonnt. Ja. Ganz nach dem Prinzip von Kogoro Mori. Wait, Moment. Das ist nicht die Plattform, auf die ich drauf gehen möchte. So. Dann. Darüber. Da wollte ich hin. Das hat sogar was gebracht. So. Jetzt können wir weiter. Normale Münze. Hm. Hat überhaupt irgendwas gebracht, dass ich die alle aktiv... Oh, wait! Wait! Nicht ohne mich! Hm. Oh Gott, das ist ja schon Ende. Alter, dieses Level, ne? Macht mich echt fertig. So. Irgendwas Interessantes drin? Ein Sternchen. Habe alle bekommen. Gebt mir einen Checkpoint, dann bin ich glücklich. Progress! Solange wir noch keinen Checkpoint haben, würde ich mich noch nicht freuen. Getroffen. So. No! Wie mies! Wait. Puh! Wenn du damit kommst, dann komm ich damit spielen. Unser Checkpoint. Danke. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Moin, moin. Jetzt noch Pinguine. Bringt mir irgendwas hier? Nehmen wir einen mit. Vielleicht rettet er mich irgendwo noch. Ob die mich töten würden, wenn ich unter dem bleibe? Ob ich es ausprobieren möchte, ist die andere Frage. Eindeutig nein. Da hoch. War da unten links was? Unten rechts, meine ich. Hoffe nicht. Jetzt ein bisschen warten. Nein! Ich hab zu früh losgelassen.
Okay. Ist hier der richtige Weg? Im Endeffekt? Wahrscheinlich schon. Und runter. Ich habe ja zum Glück meinen Sternkreis. Und da war es ja noch nicht. Ich habe die Sprungtaste zu spät gedrückt. Hihi. Boing. Bleib mal da. Brauche ich nicht. Tötet mich übrigens, für die, die es unbedingt ausprobieren wollten. Das sag ich doch. Für die Ungläubigen. So. Komme ich da oben doch dran? Na, da unten war aber wirklich nichts. So, und... Och! Nein, das reicht nicht. Okay. Ich muss also doch vorher schon drauf. Ich bin so lehrreich und zack euch Todesfallen. Ja. Ich höre gerade nur den Rip-Sound. Ich mach nichts. Spiele. Und zeige, wo man alles draufgehen kann. Dann warten wir hier wirklich noch ein bisschen. Und dann springe ich an dem einen Ding vorbei, natürlich. Oh, wait. Ne, ich habe die Münze. Die eine. Und dann rutsche ich ab. Na gut. Die Seife. Bitte versucht den Chat, soweit es geht, jugendfrei zu halten. Ist nur so eine Bitte von mir. So, so. So, ein bisschen warten und jetzt dahin, da und dann dahin. Versuchen wir zumindest so ein oder zwei von denen mal mitzunehmen. Oh, das waren alle. Oh, ich hab alles. Nice. Ziel. Boop. Mal kein Bonuslevel. Wie man Yoshi's Island sterben kann. Jan Edition. Genau so macht ihr es. Bitte einmal alle nachmachen. Oder auch nicht. So, dann auf zu Abroxas Schloss. Hieß das so? Ja, Abroxas Schloss. So. Auch ein ziemlich cooler Boss. Ist da noch irgendwas rechts? Nö. Dann einmal nach oben schießen. Ist auch nichts weiter. No! Alter! Help! Help! Immer mit der Ruhe. Sind wir jetzt quasi im Schloss im Himmel? Von wo da hinten ein Morgenstern vorbeifliegt. Okay, ich bin voll! So. Mal ordentlich ausholen. Und dann passiert das. Komm mal zurück, Baby. Ordentlich ausholen. Und weg. So
So, wo baue ich jetzt die Eismelone? Für dich. Und für dich. Und für dich. Nein. Der war wieder kurz vorm Rückstoß, ne? Oh Gott. Die Abprall-Dinger. Ja, wobei, Moment. Hier brauche ich dann doch einen. So. Und da brauche ich auch einen. Ja, 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 ja. Ja, genau da wollte ich hin. Oh. Wenn das was dich einzufrieren? Keine Ahnung. Ich tue es einfach. Ob das jetzt irgendwas gebracht hat? Nein. Es war eigentlich eher schlecht als gut. Wenn ich das mir so angucke. Kann ich auf die Dinger springen? Ja, nein. Nein, funktioniert nicht. Also eigentlich war die... Boah, kann ich den überhaupt töten? Ja. Also eigentlich war die Eismelone totaler Bait. Was ist eigentlich, wenn ich so mache? Nee, das funktioniert nicht. Komme ich wenigstens an die Sachen da hinten ran? Nee. Aber die eine Kanone ist wieder da. Immerhin. So. Ja, richtig gebaitet einfach. Danke. Geh weg. Bäh! So, weg mit dir. Naja, mach dir da oben weiter kaputt. Aber nur leben würden, okay. Alter! Das sind aber auch Hardcore-Sniper, diese Viecher, ne? So. Dann können wir jetzt auch noch weiter. Mal, dass das Ding nicht mehr brauche. Nein. So. Dann krieg ich eh ein neues. Oh Gott. Bei den Vögeln kriege ich auch meine Tänzmomente die ganze Zeit. Nein! Wieso bleibst du stehen? Yoshi? Warum? Warum diese wundervolle Arschbombe, die du mir da dargelegt hast? Ich mein Baby wieder haben? Danke. Eigentlich wollte ich nur die drei Münzen da mitnehmen, auch wenn das keine roten Münzen sind. Ich wollte sie trotzdem mitnehmen. Einfach nur um zu gucken, ob. Boom. Einfach um zu gucken, die wirklich nichts bringen.
Du musst ja auch so ein 100% Mensch sein. Nein. Bin ich nicht. Ich bin doch kein 100% Mensch. So. Das ist wie ein Hollow Knight. Ich fall immer und überall runter. Vielleicht manchmal. Meistens halte ich mich oben. Ist da unten? Achso, das ist Abgrund. Da sollte ich nicht hingehen. So, kurz in der Mitte warten und hier oben weiter. Weiter. Ah. Da unten ist was. Okay. Gut, dass da unten was war. Wobei, ich kann hier mal wieder rein. Das ist kein Problem somit. Ich wollte sagen, jetzt so eine einmalige Chance auf eine Blume. Wäre jetzt echt eklig gewesen, aber ich kann ja immer wieder hier hin. Und die Blase wieder neu aktivieren. Das führt mich einmal dahin. Und dann wieder runter. Tschu-tschu! Die Münze nicht gerade eingesammelt? So. Das Gesicht sah super aus. Tuff, tuff. Ne, nimm's mit. Und wieder weiter. Hier krieg ich jetzt echt den guten Stuff, für den ich überhaupt hier fahre. Oh, das waren alle roten Münzen. Und das war die letzte Blume. Okay, das ging schneller als erwartet. Sehr viel schneller als erwartet. Die Frage ist, da geht es glaube ich schon Richtung Boss, ne? Dann benutzen wir doch einmal unsere neu verdienten Zähne. Und nehmen uns hier die nächsten 10 noch. Wahrscheinlich hätte ich eben eh gleich irgendwo noch was bekommen. Wobei, hier sind ja Gegner. Die nehmen mir ja wieder meine Herzchen. Sternchen. Die auch potenziell. Der Dicke da auch. Nein, nein, nein! Geh weg. Da wären noch mal 5 drin, die lasse ich aber mal stehen. Okay. So, du wirst hier nie wieder rauskommen. Gleich wirst du Sterne sehen. Dann schick mich doch zu den Sternen. Woher war das nochmal? Yu-Gi-Oh, ne? Zu den Sternen schicken? GX. Bong. Einfach weggerammt. So, wir kämpfen nun auf dem Mond gegen Abroxas. Achtung, hier könnte einem schwindelig werden. Minimal. Bong. Abroxas ist wütend.
Ne, zu langsam. Bisschen aggro. Und das war's. Eigentlich ein ziemlich cooler Bosskampf, aber der ist echt kurz, leider. Allein dieses Prinzip, dass man auf dieser, auf dem Mond steht und da quasi drum rumläuft, ist echt cool, aber... Jo. Und das, meine lieben Leute, war das letzte Level für unseren dunkelblauen Yoshi. Er hat seine Arbeit sehr gut gemacht. Ich habe seinen Namen leider nur vergessen. Hieß er Blaubär? Wir haben jetzt die ersten vier Level ziemlich schnell durchbekommen, muss ich sagen. Schneller als erwartet. Aber dafür wahrscheinlich die letzte Welt jetzt umso schlimmer. Sonne Treudo, danke für 58 Monate Treue. Abroxas Sternbild besteht nur aus einem Stern. Und damit hallo ihr alle. Kann ein Sternbild nur aus einem Stern bestehen? Ich würde spontan sagen eigentlich nein, oder?